Hi Leute, Worte hier. Ein neues Overwatch auf Dust 2. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob sich mein Gefühl bestätigt sozusagen. Denn ich hatte ja auch schon häufiger gesagt, auch im letzten Overwatch, irgendwie scheint es so zu sein, dass auf Dust 2 irgendwie die meisten Hacker unterwegs sind. Gut, ne? Man kann das sehen, wie man möchte. Auf jeden Fall hat der hier irgendwie schon zwei Pistol-Skins mit Stat-Trick. Ja, könnte ja im ersten Moment erstmal ein Anzeichen dafür sein, dass er vielleicht nicht. Oha, dass er vielleicht nicht cheatet. Allerdings, ja, drückt er hier ganz schöne Headshots auch mit seiner Deagle. Okay. Es kann natürlich auch wirklich ein guter Spieler sein, ne? Jetzt rennt er hier im Warm-Up. Also, es ist halt noch Warm-Up. Ich weiß nicht genau, inwiefern das generell aussagekräftig ist. Also, wenn er jetzt hier natürlich anfängt, sich zu drehen, dann ist das ja, die nächste. Stat-Trick-Waffe, beziehungsweise Skin. Ja, den hittet er auch. Also er hat hier irgendwie nur Stat-Trick-Skins. Aber wir gucken natürlich nicht auf die Skins, sondern... Also es wäre natürlich schon aussagekräftig, wenn er sich im Warm-Up schon anfangen würde, hier zu drehen oder so. Oder wenn er hier, mit Auto-Tucker irgendwie durch alle Wände schießen würde. Das ist bisher nicht der Fall. Und er hat hier... Naja, gut, ich meine, wie gesagt, 4 Frags hatte er hier. Könnte natürlich auch einfach ein höherer Rang sein. Höhere Elo. Mal gucken. So, erste Runde geht los. Erstmal auf K stehen. Das ist wieder kein gutes Zeichen. Also, es ist ja meistens ein Anzeichen dafür, dass er irgendwas anhat. Oder zumindest das. Oh, okay. Er hat ihn aber ordentlich abgeaimt. Also, er hat schon dahin geaimt, wo er auch hingeschossen hat. Man muss natürlich auch hier ein bisschen. Bam, jetzt kriegt er auch genauso eine Schelle zurück. Also es kann vielleicht tatsächlich eine höhere Elo sein. Ja gut, und wenn er halt längere Zeit irgendwie in der Base steht, dann oder irgendwo steht, dann kann es natürlich sein, dass er irgendwas einstellt. Aber wollen wir es ihm noch nicht unterstellen, ja? Den hat er gehört, dass er offshore durchgelaufen ist. Hat er ihn quasi auch durchlaufen lassen. Er hatte auch keine gute Position da unten. So, jetzt aimt er immer noch Short hoch. Die ganzen Terrors gehen schon komplett lang durch. Die Ansage oder die Info müsste er ja eigentlich auch haben. Aber er will hier noch ein bisschen auf Nummer sicher gehen, ein bisschen ausschließen, ob hier tatsächlich noch jemand im T-Spawn steht. So, jetzt machen die den, also von hinten den Angriff hier zu zweit. Er ist aber auch schon vorher drauf, Alter. Keine Ahnung. Also bei dem zweiten Terror an der Ecke oder hinter der Ecke, das kann man ja natürlich auch so machen, dass er einmal sich nur kurz zeigt und dann wieder zurückgeht. Also so ein bisschen baiten, das kann man machen. Aber bei dem ersten, da war ja auch hier, ist er wieder zufällig durch die Kiste drauf gewesen. Keine Ahnung. Ach, also es scheint auf jeden Fall schwieriger zu sein als sonst. Jetzt hittet er nicht. Ja gut, ganz normaler Schlagabtausch, ganz normaler Trade. Das war jetzt, also der Trade auf dem A-Spot war ja... Alter. Er hat ihn natürlich vorher so ein bisschen gesehen und anvisiert. Alter, also er schießt natürlich auch schon übel ins Gesicht, aber man muss auch dazu sagen, er hört natürlich schon sehr gut die Gegner. Also so konnte ich den auch hören, dass er da angerannt kam. Und er hat sich auch schon quasi dafür positioniert, dass er ihn hier abfangen kann. Ja, kann man eigentlich so machen. 4 Kills hat der gute Suspect und 75% Headshot-Quote. Die meisten davon waren halt, oder alle eigentlich, nur mit der Deagle. Ja. Die liegen aber auch schon 3 Frags, oder nicht Frags, sondern 3 Runden zurück. 3 Runden hinten. Von daher, also wenn er hier cheaten würde, würde er sich das natürlich nicht gefallen lassen, dass die Terrors quasi schon in Führung gehen. Ja, die Info hätte er vielleicht eigentlich auch schon haben können, weil in der Mitte ja auch ein Mitspieler ist. Bam. Jetzt wollen die sich die erste Runde, ja, da hat er keinen Bock, die AWP zu safen. Ich glaube nicht, dass er cheatet. Also ich glaube schon, dass das einfach eine höhere Elo ist. Und ich muss sagen, ich habe neulich mal gegen ein paar Globals gespielt
Ich glaube, das Match wird auch noch kommen. Also das Matchmaking werde ich auch noch hochladen. Und das macht tatsächlich echt wenig Spaß, wenn man halt ins Duell geht. Dann prefeiern die schon richtig hart. Und dann ist mir das, also was er hier macht, das Aspekt, ist schon durchaus plausibel, meiner Meinung nach. Also zumindest sehe ich jetzt nicht, dass er offensichtlich irgendwie, keine Ahnung, durch Wände guckt. Obwohl das zwischendurch mal vorkommt, aber ich glaube, das ist einfach nur Zufall. Von daher betrachten wir mal entspannt jetzt. Okay. Er weiß, links von ihm steht sein Mate, den hatte ich jetzt irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Deswegen muss er da nicht abaimen, er verlässt sich komplett. Das ist übrigens ganz nett, wenn man das wirklich kann. Manchmal spielt man mit Randoms und der Random steht irgendwo links oder seitlich und man denkt, okay, von da kann keiner kommen, weil da ist ja mein Mate. Und dann plötzlich ist man aus der Richtung tot und fragt sich, hä, wie geht das, wenn der da abaimt? Naja, nur so am Rande. So, die Terrors verständigen sich jetzt auf dem B-Spot. Er aimt kurz in Richtung Mid-Door, aber wirklich ganz kurz im Vorbeilaufen. Okay, da hatte der Terror auch deutlichen Vorteil und hat ihn nicht machen können. Bam, jetzt kriegt er die Schelle zurück. Also ich glaube nicht, dass er hackt hier. Er hat hier auch ein paar Skins, die durchaus auch ein bisschen was wert sind. Also ich weiß nicht, die Cedric Crimson Web, keine Ahnung. Ein paar Euro wird sie wert sein, vielleicht ein Zehner. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und irgendeine Cedric P2000 hat er auch. Die kannte ich jetzt irgendwie gar nicht. Ja, da hat er ja ein bisschen komisch in der Gegend rumgeaimt. Aber ich glaube, das passiert manchmal, wenn man so ein bisschen irgendwie, ja, auch da, also im Prinzip sieht das schon ein bisschen komisch aus, dass er irgendwie, als würde er den einen hinter der Mauer aimen, so ein bisschen oder angucken. Aber ich glaube, der hört einfach nur hin. Also ob er irgendwie Steps hört oder irgendwas. Und ich glaube, die AWP Redline in StatTrak hatte der, glaube ich, auch, ne? Falls es seine war. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hat er jetzt in den ersten 5 Runden kaum Waffen gekauft, außer die Deagle halt immer, ne? Und man beachte, auf seiner StatTrak Deagle sind auch fast 10.000 Fracks. Das ist ja auch noch nicht ohne, ne? Okay, der erste Schuss sitzt nicht. Den konnte man auch hören, wie der da angetrampelt kam. Von daher alles legit. Es gibt halt noch mehr Spieler auf Short. Die ganzen Terror-Spieler, die kommen jetzt. Ja. Die laufen aber auch einzeln rein, muss man jetzt sagen. Okay, den vierten konnte er nicht mehr machen. Ich glaube, der spielt einfach Deagle häufiger. ich habe zwar auch... Ja, da ist die... Die ist aber nicht... Doch, die Statrack. AWP Redline Statrack. Also er hat irgendwie schon mindestens 3 Skins in StatTrak. Also ich glaube, ja, ein Cheater würde das vielleicht nicht unbedingt machen. Obwohl, kommt natürlich auch immer wieder mal vor. Ist ja auch egal. Ich glaube, hatte ich auch schon mal gezeigt, dass Leute einfach mit teuren Skins einfach anfangen zu cheaten. Aber dem Jungen glaube ich das. Dem kaufe ich das ab. So, noch ein bisschen Retake hier auf dem B-Spot. Ist natürlich schwierig, wenn sich 4, also eigentlich Full Team noch am Start, also alle 5 Terrors leben noch. Ja, er nimmt so ein bisschen Maß, also hat ihn schon längere Zeit oder eine Millisekunde oder zwei, keine Ahnung, schon angeaimt. Den hittet er jetzt nicht, den trifft er nicht. Dann pusht der Terror raus. Jetzt versucht er vielleicht nochmal zu safen, aber ist eigentlich zu spät. Da muss er wesentlich weiter weg sein. Also irgendwo Richtung Terror Base, City Base natürlich. Also ich vermute, jetzt kommt die letzte Runde. Er pusht das wieder short. Nein, pusht er nicht. Er hört ihn aber auch, den Terror. Ja, den hat er jetzt nicht auf dem Schirm. Er gibt ihm jetzt auch keinen Headshot. Ja, die CTs liegen aber immer noch zurück. Und zwar 5:2. Auch da sah jetzt eigentlich aus, als würde er irgendwelche Gegner hinter der Mauer anvisieren. Die kann er hören. Hart geschossen, aber kann man so machen, glaube ich.
Den letzten hat er nicht auf dem Schirm. Er aimt wild durch die Gegend. Und hat ihn nicht auf dem Schirm. So, und jetzt ist er down. Also meiner Meinung nach hat er hier nichts an, außer StatTrak-Skins. Und übrigens, für die, die es vielleicht noch nicht wissen, es kann jetzt auch in dem Fall kein Skin-Changer oder ähnliches sein. Also es kann kein Skript oder Tool sein, was ihm einfach nur irgendwelche Skins anzeigt. Denn erstens würde er sich irgendwelche Dragon Lores anzeigen lassen statt der Redline. Und zweitens würde er sie nur selber sehen und nicht, also wir im Overwatch würden die Skins nicht sehen. Also kann das schon mal nicht sein. Er hat für mich nichts an. Danke fürs Zuschauen. Heute gibt es leider keine Case. Ich habe nicht genug Guthaben momentan drauf. Müsste ich mal gucken, wie ich das mache, also bei den nächsten Overwatches. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Oben rechts die Abstimmung nicht vergessen. Kommentare schreiben. Was haltet ihr davon? Habe ich mich vielleicht vertan, eurer Meinung nach oder wie auch immer. Haut rein. Bis denn.